Sound und willkommen zu einem weiteren Review auf meinem Kanal. Und ja, gibt es vorweg zu sagen eigentlich nicht viel, außer dass hier Freitag noch ein besonderes Review kommt, weil es etwas in eine andere Stilistik geht, mit der ich nicht so viel zu tun habe. Und wenn alles gut läuft, habe ich nächste Woche Post, dann kann ich wieder ein Update machen. Und ja, ansonsten. Ja, Montag kommt das Video über Voice in the Strong Room und ja, soweit wäre es das erstmal. Ja, unsere Reise geht diesmal nach Polen. Die polnische Extrem-Metal-Szene ist jetzt schon seit Jahren ein Garant für Qualität. Sowohl im Black Metal als auch in diesem Fall auch Death Metal. Ich meine, die bekanntesten Vertreter Behemoth. Zu ihren Death Metal Zeiten jetzt ist das ja so ein Mischmasch, aber sowas wie die Evangelion. Was hieß die Evangelion? Okay, der Sound war vielleicht ein bisschen schwieriger, aber es hat halt zu der Musik gepasst. Hate auch. Oder halt eben die Band, um die es heute geht, Dira Mortis, die vielleicht dem einen oder anderen unbekannt sein dürften, denn obwohl es die Band schon mit Unterbrechung seit 98 gibt, hat man es erst auf 3 Full-Lengths gebracht. Ach ja, Vader gibt es natürlich auch noch. Auf jeden Fall hat man es seit 98 bisher nur auf 3 Alben gebracht. Und das aktuelle schimpft sich Ancient Breeze of Forgotten Misanthropy. Fun Fact am Rande. Aufgrund des Titels hat wohl derjenige, der quasi die Promos bei uns immer ins System einspeist und immer noch so ganz kleinen Text dazu schreibt, damit man als Redakteur weiß, worum es geht. Bei dem Titel ist ja wohl wahrscheinlich davon ausgegangen, dass es sich um Black Metal handelt, weil in dem kurzen Beschreibungstext stand was von Black Metal. Nein, ist es nicht. Stilistisch erwartet uns, eine Schnittmenge aus Polen und den USA, also eine Schnittmenge aus Ami-Death Metal und polnischen Death Metal à la Hate oder Behemoth. Von Hate und Behemoth kommt der manchmalige, nicht so ausgeprägt wie bei den beiden genannten, sondern mehr weniger, das Anschmeicheln am Black Metal, also das Einbinden Black Metal Elemente, so rum. Ich kann gerade echt nicht auf die Formulierung. Auf jeden Fall das nehmen von und halt eine gewisse Technik. Der Vorteil hierbei ist, dass die Technik jetzt nicht so stark so krass im Vordergrund steht, wie zum Beispiel bei den wirklich extremen Alben von Behemoth, wo das ja wirklich schon ziemlich krass war. Der Sound ist sehr angenehm, man hört auch wieder das typische US Death Metal Riffing raus, à la Cannibal Corpse und Konsorten. Man hört, es gibt ab und an mal Melodien. Diese Melodien sind dann immer so, lass es 10 Sekunden lang sein, das ist nicht lang, aber sie fallen auf, so quasi, das Salz in der Suppe und so. Es gibt viele coole Melodien, gerade mein persönlicher Highlight war beim letzten richtigen Song Forward to the Abyss of Misanthropy, wo quasi Hintergrundchor quasi angedeutet wird. Das ist kein Chor, ich glaube, das ist ein Keyboard oder so, der quasi fast im Chor klingt und ziemlich cool ist. Die Nachteile sind relativ also das, was mich wirklich an dem Album stört, sind das gelegentliche Kikaife, weil das hier ist das Einzige, was mich wirklich nervt, denn das klingt sehr lächerlich. Ja, jetzt ernsthaft, es ist dieses hohe, was klingt wie so ein Teenie oder Teenager oder so, der versucht zu keifen. Es ist sehr hoch und sehr nervig. Das kommt aber nicht oft vor. Die Growls sind okay, sie sind jetzt nicht besonders, aber auch nicht schlecht. Ja, aber das war auch nur so. Was mir besonders aufgefallen ist und was mir besonders gut gefällt, ist das Songwriting, weil nehmen wir jetzt mal so Bands wie Cannibal Corpse, Suffocation oder auch Behemoth oder so. Der durchschnittliche Song von denen geht ja so 3, 4,
vielleicht 5 Minuten. Dira Mortis ist kürzester Song, geht 6,5 Minuten und der längste geht 9. Also sie haben für dieses, für diesen Stil haben die verdammt lange Songs. Was, also für das Genre ist das, würde ich sagen, ist das Überlänge. Ich kenne sonst eigentlich keine typische, also keine US-Death-Metal-Band, die so lange Songs hat. Also korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber mir fällt da jetzt gerade kein Lied ein, was über 5 Minuten geht. So. Und das machen sie extrem gut, was ich damit sagen will. Die sind gerade der Risen the Terror of Madness, den ich hier gerade im Hintergrund laufen lasse, schafft es über 9 Minuten alle und durch unterschiedliche Geschwindigkeiten und eine gewisse Spannungskurve aufzubauen, gerade weil er fängt schnell an, dann wird es langsam schnell und ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer und dann am Ende endet er wieder mit dem Geballer, wo es angefangen hat. Und so ist das eine schöne Spannungskurve. Und gesagt, ich habe 8 Minuten, 7 bis 8 Minuten gehen die Songs. Es ist für eine, für diesen Art von Death Metal ist das verdammt lang und trotzdem schaffen die es, dass du nicht denkst, nach 3-4 Minuten ist eigentlich alles gesagt, sondern das schafft das Gefühl, dass der Song so lang sein muss, weil eben der noch nicht vollständig sonst wäre und eben nicht, dass die einfach nur Parts aneinander klatschen. Also das Songwriting ist on point. Der Sound ist echt gut für diese Musik, er ist nicht, gerade die Drums klingen nicht zu klinisch, also überhaupt nicht. Mich stört, also gerade bei dem Style geht das ja gerne mal los, dass das gerne ins Künstliche abdriftet und hier ist das überhaupt nicht. Also wer Raider mag, Behemoth, Cannibal Corpse, Suffocation, Immolation und sowas und sich daraus eine Mischung vorstellen kann und da und kein Problem hat mit längeren Songs, der muss hier mal reingehört haben. Also ich finde, das ist eine klare 8, also 8 Punkte gebe ich dem gerne, weil das Songwriting ist geil, es hat immer mal wieder so kleine Momente, die wirklich langfristig im Gedächtnis bleiben. Das Songwriting ist großartig, ich fühle mich über die komplette Länge der Songs unterhalten, ich fühle mich über das gesamte Album unterhalten und es ist echt gut. Also es ist nichts Besonderes, aber im Gegensatz zum Beispiel zu den letzten, die ich hatte, letztes Ding, genau, die ja auch nichts Besonderes waren, schaffen dies aber länger im Gedächtnis bleiben und es klingt mehr nach einem Wollen und nicht nach einem Müssen. Schätze Skin klang gut, aber zu souverän, zu sehr nach Müssen, aber nicht unbedingt Wollen, sondern mehr so, ja, keine Ahnung. Und hier hat man das Gefühl, ja, die wollen das unbedingt und es klingt frisch und hat was. Also 8 Punkte für Ancient Beasts of Forgotten Misanthropy von Dira Mortis, was wirklich ein gutes Death Metal Album ist und damit sehen wir uns Freitag beim nächsten Review. Haut rein. Tschüssi.